der Vortrag ist so entstanden, ich wurde angefragt, ob ich etwas über Tagging in Bibliotheken erzählen kann. Und da habe ich gesagt, ich bin nicht so sicher, aber das Ganze hat nicht so gut funktioniert. Aber ich würde gerne darüber nachdenken, warum hat es nicht funktioniert und was können wir von Diensten lernen, wo es sehr gut funktioniert, und zwar auf den gleichen Ressourcen, die Bibliotheken auch haben. Und deshalb habe ich dann diesen Vortrag, was Bibliotheken von LibraryThink lernen können. Ich möchte ganz kurz, wirklich, das halte ich ganz kurz, was über die Einrichtung erzählen, von der ich komme, weil es ist eine sehr junge Einrichtung. Den Campus gibt es jetzt seit 2 Jahren, betreibt Grundlagenforschung und soll Spitzenforschung in Österreich produzieren, ist ein Forschungsinstitut und zurzeit bin ich die Bibliothek, sozusagen eine Ein-Personen-Bibliothek. Doch zum Vortrag. Erstmal, ich habe den so gegliedert, warum müssen wir überhaupt etwas lernen? Ich habe das gerade schon mal kurz angesprochen. Dann möchte ich ganz kurz LibraryThink vorstellen, möchte einen kurzen Vergleich, was sind so die Erfolgsfaktoren und warum hat es nicht geklappt, LibraryThink und Bibliothekskataloge nebeneinander stellen und zum Schluss ein paar allgemeine Lektionen, was sind die Takeaways aus dem Ganzen. Doch zunächst, was müssen wir überhaupt lernen? Hier auch ein bisschen Selbstkritik. 2006 war ich zusammen mit einem Kollegen noch ein bisschen optimistischer. Wir haben in einem Artikel geschrieben, der Nutzer als Bibliothekar, und haben da durchaus gesagt, ja, es müssen nur die Möglichkeiten geschaffen werden und die Nutzer werden schon aktiv werden. In der Zwischenzeit haben wir ein paar mehr Erfahrungen. Es gab einige Pilotprojekte, zum Beispiel der Universitätsbibliothek in Mannheim, und die haben eher festgestellt, die Nutzer taggen eher wenig in Bibliothekskatalogen, selbst wenn die Möglichkeiten bestehen. Und Nutzer lassen sich auch nur zum schwer zum Review-Schreiben in Bibliothekskatalogen motivieren. Da stellt sich natürlich die Frage, wieso ist das Ganze so? Nun schauen wir uns mal LibraryThink im Vergleich an. Und bei LibraryThink geht es eigentlich darum, Nutzer katalogisieren ihre private Bibliothek. Das Ganze, ich kann verschiedene Quellen, Daten importieren, ich kann aber auch Schlagworte, Reviews und alle möglichen Informationen zu einem Buch hinzufügen, und ich kann auch sagen, dass diese Sachen wieder öffentlich sein sollen oder dass die auch kommerziell von LibraryThink gerade meine Reviews, ob, wie die genutzt werden dürfen oder dürfen die sogar vielleicht frei genutzt werden. Warum ist das Ganze ein Erfolgsmodell? LibraryThink hat 1,4 Millionen Benutzer, die an dieser Plattform aktiv sind. Zu den eigentlichen Inhalten in der Zwischenzeit sind 80 Millionen Tags in LibraryThink an Bücher vergeben worden und über 1,4 Millionen Reviews wurden schon in LibraryThink geschrieben. Das Ganze an 500.000 Titel. Ich glaube, das ist durchaus ein, kann man durchaus als ein Erfolgsmodell bezeichnen, und wir sollten uns anschauen, warum funktioniert denn das, wo es bei uns nicht funktioniert, bei uns Bibliotheken jetzt. Doch ganz kurz vorher, was ist denn überhaupt das Geschäftsmodell von LibraryThink? Also stellt sich ja auch immer so für den Nutzer, warum soll ich da überhaupt hingehen? Es ist doch, sie müssen doch irgendein kommerzielles Interesse haben, so eine Plattform. Klar, die müssen auch irgendwie leben und der Betrieb der Plattform muss ja natürlich auch irgendwie bezahlt werden. Für die Benutzer, man hat nur eine beschränkte Menge an Büchern, man kann die erhöhen, und zwar einmalig für $25 für einen lebenslangen Plus-Account kann man dann mehrere tausend Bücher, was die meisten privaten Bibliotheken, für die meisten privaten Bibliotheken völlig ausreichen würde, erwerben. Das kann man noch nicht unbedingt als wirkliches Geschäftsmodell bezeichnen, weil es ist wirklich für ein Leben lang und einmalig, dass man diesen Account aufwerten kann. Das Geschäftsmodell von LibraryThink wendet sich vielmehr an Bibliotheken, und zwar an die Wiederverwendung genau dieser Dinge, und zwar die Tags können in Bibliothekskataloge eingebunden werden, die Reviews können auch wieder an Bibliothekskataloge angebunden werden, und zwar und es gibt auch eine Möglichkeit, dass man seinen Katalog praktisch auch, da sehr einfach einspielen kann und dann einen mobilen
Bibliothekskatalog oder wie Bibliotheken das nennen, OPAC, erhalten kann. Und das ist dann ein Dienst, LibraryThink for Libraries, der verkauft wird in Abhängigkeit von der Größe der Bibliothek, und da liegt dann das eigentliche Geschäftsmodell von LibraryThink. Aber man muss sagen, nicht nur das ist es allein, sondern LibraryThink stellt Bibliotheken auch über 1 Million Cover zur Nutzung in Bibliothekskatalogen, wenn die es möchten, völlig kostenfrei zur Verfügung. Das heißt, man tut nicht nur diesen kommerziellen Weg wählen, sondern man bietet auch einen Dienst an, der noch Common Knowledge heißt, der ist unter einer Creative Commons Lizenz. Man muss nur sagen, praktisch, wo es herkommt, und da wird auch noch was frei zur Verfügung gestellt, was ich gerne hier auch ganz kurz vorstellen möchte. Common Knowledge bedeutet eine tiefere Erschließung von Büchern, weitaus tiefer, als es Bibliotheken machen. Ich werde da gleich auf einige Beispiele eingehen. Das Ganze ist aufgebaut auf einer Wiki-Plattform, das heißt, auch jeder kann hier beitragen, jeder, der etwas über das Buch weiß, kann helfen, dies weiter zu erschließen. Und die Motivation der Leute, da überhaupt was beizutragen, ist halt durchaus auch zu suchen, in dieser freien, dass es frei nachgenutzt werden kann und so zu einem größeren Projekt wie Wikipedia ähnlich einfach strukturiert Wissen beizutragen. Was meine ich jetzt so mit tieferer Erschließung? Da möchte ich einige Beispiele zeigen. Zum Beispiel, welche Personen spielen in den Harry Potter Büchern genau eine Rolle? Das heißt, ich kann doch wirklich nach allen Akteuren, die irgendwo in diesen Büchern vorkommen, wenn ich nur irgendeinen Namen suche, kann ich danach suchen. Was wir hier sehen, sind nur die ersten, und wir sehen diesen kleinen Hinweis, es sind über 58 Einträge zu Akteuren in diesem Harry Potter Roman verzeichnet. Auch die verschiedenen Plätze. Natürlich gibt es virtuelle und also erfundene und echte Plätze, das ist dann vielleicht bei historischen Romanen vielleicht nochmal wieder viel interessanter, wo man dann wirklich dann sich die Plätze anschauen kann, wo die spielen und dann ähnliche Sachen einfach auch finden kann, zum Beispiel Romane, die in bestimmten Städten spielen oder die bestimmte Plätze in bestimmten Städten behandeln. Das Ganze muss ich auch natürlich nicht auf Romane beschränken, sondern kann natürlich auch auf Sachbücher ausgedehnt werden, so dass man dann die Geschichten plus die realen Darstellungen dann sehr leicht nebeneinander finden kann. Dann gibt es, wie würde das Buch verfilmt? Was hat dieses Buch vielleicht für Awards bekommen? Und auch inhaltliche Beschreibungen, also wirklich dann auch Zitate und so weiter, könnte ich da alles hinzufügen lassen. Also das ist ein sehr spannendes Projekt und das, wie gesagt, steht unter einer sehr freien Lizenz, lässt sich also beliebig auch wiederverwenden und davon wird vielleicht noch zu wenig Gebrauch gemacht. Aber nun zu dem eigentlich Interessanten. Wo liegen denn jetzt eigentlich die Erfolgsfaktoren? Warum klappt LibraryThink und warum klappt es in Bibliothekskatalogen nicht? Ich denke, es sind natürlich sind da zwei wesentliche Faktoren, und zwar zum einen die Motivation der Nutzer, und dann müssen wir uns mal den Workflow eigentlich ein bisschen genauer anschauen. Und ich möchte mit der Motivation beginnen, denn in LibraryThink geht es darum, Nutzer katalogisieren ihre Bibliothek, also ihre eigene, so dass sie eine sehr egoistische Motivation eigentlich haben, weil sie möchten in ihrer eigenen Bibliothek sehr leicht browsen können, möchten ihre Sachen wiederfinden. Beim Bibliothekskatalog sieht das ein bisschen anders aus. Das Interesse ist halt, dann kann man halt mehr so wieder auch auf diesen, man baute mehr auf diesen Effekt, der Wikipedia ähnlich ist. Die Leute möchten etwas zu beitragen, aber dazu ist dann vielleicht die Bindung und diese ideologische Einstellung bei vielen einfach nicht hoch genug, irgendwie, dass das als wichtig genug einfach erachtet wird. Der zweite Punkt ist der Workflow. Schauen wir uns den bei LibraryThink an. Also Nutzer kaufen oder leihen sich ein Buch aus, dann natürlich lesen sie es, tun es gegebenenfalls in ihrer eigenen Sammlung katalogisieren und tun es dann anschließend
ihrer eigenen Sammlung hinzufügen oder es zurückgeben. Also hier haben wir dann auch das entsprechende Wissen. Natürlich lassen sich die letzten beiden Punkte auch beliebig austauschen. Es ist ziemlich egal, was ich jetzt zuerst mache. Aber das Wichtige ist halt, ich habe das Buch bereits gelesen. Ich habe das Wissen über das Buch, bevor ich es katalogisiere. Nun schauen wir uns den Bibliothekskatalog an. Wie sieht da denn der Workflow aus? Und vielleicht ist da, wo ist da auch die Motivation? Ja, also die Nutzer, bevor sie mit einem Thema sich beschäftigen, suchen nach einem Thema oder vielleicht auch nach einem konkreten Buch. Dann leihen sie sich halt das Buch aus der Bibliothek aus. Dann lesen sie es und wie wir sehen, ja, das Problem ist nun, und dann geben sie es natürlich auch wieder irgendwie zurück. Das Problem ist aber, warum sollen sie die Webseite wieder aufsuchen? Wenn sie über das Wissen, über das Buch eigentlich verfügen irgendwie, das Problem ist, in dem Moment, wo sie im Katalog sind, verfügen sie noch gar nicht groß über das Wissen, über das Buch, so dass sie schon etwas beitragen können. Weil es ist ja der Moment vor dem Lesen. Und deshalb ist es natürlich, wenn wir uns den Workflow angucken, müssen wir den vom Nutzer her denken und nicht, was wir als Bibliothekare gerne hätten. Und deswegen sieht das halt so ein bisschen, vom Dienstedesign liegt da schon ein Problem. Und wie gesagt, bei der Motivation, es ist schwierig. Es ist wirklich nur so die Frage, ja, es kann nur diese... innere, also du kannst etwas zu etwas Größerem beitragen, aber was ist wirklich dieses größere Projekt, wenn Nutzer im Bibliothekskatalogen taggen irgendwie, wo ist dann so Wikipedia irgendwie, das ist natürlich dann so, wir sammeln das Wissen der Menschheit irgendwie, das ist eine große Mission, aber was ist die große Mission der Bibliothekskataloge, um da wirklich Tags hinzuzufügen, also wie wollen wir unsere Nutzer motivieren? Und schon komme ich auch schon zu den Takeaways. Also das Wichtige ist eigentlich, wenn wir als, ich glaube, Bibliotheken oder irgendwelche Einrichtungen im kulturellen Bereich Dienstdesign, dann müssen wir diese aus dieser Nutzersicht her denken. Also wir müssen uns angucken, wie sieht die Arbeitsweise der Nutzer aus? Wo können wir den Nutzer abfangen? Wo können wir sie unterstützen? Und ich glaube, das ist halt auch bei vielen sozialen Netzwerken, die jetzt gegründet wurden und die vielleicht nicht so abrocken wie andere irgendwie, dass man da vielleicht auch nicht, dass man sich da mehr gewünscht hat, dass die Nutzer auf dieser Plattform zusammenarbeiten, aber vielleicht sich nicht genug mit dem eigentlichen Workflow der Wissenschaftler beschäftigt hat und dann deswegen vielleicht nicht ganz so erfolgreich wird, wenn man da nicht ein Plus in diesem Wissenschaftsworkflow unbedingt immer erzeugt. Und wir brauchen, ich habe es genannt, in Anführungszeichen ein Geschäftsmodell. Wir müssen uns überlegen, warum sollen die Nutzer da einen Teil ihrer Zeit in diesem Dienst überhaupt verbringen. Das ist halt so das Ringen um die Aufmerksamkeit der Nutzer. Es gibt immer mehr, wir haben selber gehört, es gibt immer mehr Dienste, immer mehr soziale Netzwerke. Und wenn wir jetzt plötzlich selber soziale Dienste anbinden, warum soll der Nutzer Zeit bei uns verbringen und nicht auf Facebook und nicht auf Twitter? Also das Ringen um die Aufmerksamkeit, wir müssen ihm da praktisch einen Mehrwert bieten und das meine ich praktisch mit Geschäftsmodell. Mir geht es da gar nicht um finanzielles Modell, sondern einfach, was ist der Mehrwert für den Nutzer, warum er aktiv werden soll auf dieser Plattform. Und da, um den Nutzer zu motivieren, habe ich halt noch einen großen Punkt und zwar Offenheit kann zu dieser Motivation beitragen. Wikipedia ist da das sehr gutes Beispiel, sehr freie Lizenzen, dass diese Sachen in sehr vielen Kontexten einfach wiederverwendet werden können, kann Nutzer motivieren. Und da sehe ich halt auch, jetzt komme ich wieder ein bisschen zurück zu Bibliotheken, sehr und auch Archiven und Museen sehr gute Ansätze. Und zwar gibt es jetzt die Bewegung der Open, ich möchte mal sagen, Library, Archiv und Museen, Data, also es gibt Open Link Data und also Daten wirklich frei zur Verfügung stehen und ich denke, diese Bewegung ist ein guter Ansatzpunkt, denn wir können dadurch sind wir nicht mehr darauf angewiesen, dass die Inhalte auf unserer Plattform erstellt werden, sondern wir können diese sehr leicht mit anderen Inhalten verbinden auf
im Semantic Web, indem wir einfach, wenn klar ist, dass wir über das gleiche Buch sprechen auf verschiedenen Webseiten, dann können wir uns, wenn ein Nutzer auf einer beliebigen Seite eine Review praktisch geschrieben hat, der einfach über das gleiche Topic spricht, können wir diesen viel leichter dann integrieren und wir sind nicht darauf angewiesen, dass er diesen Review wirklich in den Bibliothekskatalog zeigt, sondern wir können uns diese freien Informationen auch zusammensuchen und wenn wir bereit sind, unsere Informationen leichter rauszugeben, dann lassen sich die Sachen auch noch nicht mal von uns selber, auch von anderen sehr leicht in neue Kontexte einbetten. Daher bin ich der festen Überzeugung, der User-Generated kommt vielleicht aber noch nur auf anderen Wegen, nicht so, wie wir uns das erhofft haben, dass er wirklich auf der Bibliotheksseite, auf den Archivseiten und auf den Seiten der Museen erstellt wird, sondern irgendwo anders im Netz, aber vielleicht frei und dadurch müssen wir uns nur beschäftigen, wie können wir das einsammeln. Das muss dann auch durchaus mit einer anständigen Quellenangabe, wo ist es her, weil wir möchten das dann vielleicht auch ja in den Kontext setzen, dass der Nutzer dann schlussendlich selber entscheiden kann, welche Quellen möchte ich denn sehen oder vielleicht auch sagen kann, nee, von der Webseite den Reviews, den traue ich einfach nicht, irgendwie die möchte ich immer ausblenden, aber das sollten wir letztendlich dem Nutzer selber entscheiden lassen, welchen Quellen er traut und welchen nicht, also da auch dem Nutzer mehr Informationskompetenz zutrauen auf einer Seite und nicht immer dieses Bemuttern. Natürlich müssen wir ihn auch wieder in Veranstaltungen informieren und ihm helfen, da Entscheidungen zu treffen. Also ich sehe da auf beiden Seiten Baustellen für Bibliotheken. Wie gesagt, es gibt schon bereits diesen Ansatz der Linked Data Community, das ist nun nicht die typische Cloud, die Sie vielleicht in anderen Vorträgen, wenn Sie schon mal was über Open Linked Data zu sehen bekommen haben, sondern das ist nur der Ausschnitt, der, was in der Bibliothekswelt und in der Archivwelt schon passiert und welche Quellen da schon benutzt sind. Besonders interessant sind aber diese, nicht die blauen Kreise, das sind nämlich die, die aus den Bibliotheken kommen, sondern spannend finde ich eigentlich die grauen Kreise, das sind alle Ressourcen außerhalb der Bibliothekswelt, die schon mit Bibliotheksdaten eigentlich jetzt schon verknüpft sind. Eins davon ist DBpedia, so ein semantischer Ausschnitt der englischsprachigen Wikipedia, Sachen, die schon da semantisch praktisch übersetzt sind. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, Linked Open Data macht es möglich. Leider, wenn Sie jetzt mehr über Open Linked Data wissen wollen, muss ich Sie leider ein bisschen vertrösten oder mit einem, ein Zitat enden aus einer Zeichentrick-Serie und zwar aus der Biene Maya. Ich könnte jetzt noch mehr über Linked Data erzählen, aber das ist eine andere Geschichte und die soll ein anderes Mal erzählt werden, vielleicht im nächsten Jahr. Vielen Dank.